Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Mein Name ist Tintenmeer und wir spielen heute DIA oder DIA von Vidas Games. Und es ist sehr laut auf meinem Ohr. Ich muss es gerade mal ein bisschen leiser machen. Ja, wie ihr gerade gelesen habt, es gibt eigentlich nichts Gruseliges, keine flackernden Bilder in diesem Spiel. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Also ich habe jetzt schon öfter gehört, dass Vidas Games sehr, sehr gute Spiele machen soll. Wir schauen es uns einfach an und starten. Oh, wir starten ja wirklich direkt. Okay. Okay, DIA. Population 1. Ist ein Wohngebiet? Population 1. Sind wir das? Mir atmet irgendjemand ins Ohr. Okay. Erinnert mich so ein bisschen. Ach, wie heißt denn der Film? Oh, ein Zettel. Danke für deinen Contribution, das ist glaube ich Beitrag zu dieser Stadt. Oh. Okay, wir waren gerade mal zu zweit. Das ist doch der gleiche wie eben. Muss der jetzt immer wieder sterben, der arme Kerl? Das wäre aber überhaupt nicht nett. Aber die Stadt hat sich vergrößert. Können wir rennen? Nee, wir können nur ganz normal gehen. Und die Stadt hat sich nach da erweitert. Inception heißt der Film, den ich meine. Wo man sich seine eigene Realität so ein bisschen aufbauen kann. In den Träumen. Daran erinnert mich das Ganze hier so ein bisschen. Das Dröhnen ist übrigens sehr unangenehm auf den Ohren. Sehr unangenehm. Was steht da denn? Da liegt doch was. Das Monster hat mich innen drin nicht gefunden. Also im Inneren des Turms nicht gefunden. Monster. Ein Radio? Es scheint zu funktionieren. Aber ich kann nichts außer statisches Rauschen daran hören. Habe ich dieses Radio denn jetzt irgendwo? Wir haben es offensichtlich mitgenommen. Es ist auf jeden Fall schon... Das sah aus wie so Beine. Es ist auf jeden Fall der Typ da oben. Es ist auf jeden Fall schon anders als die anderen Spiele, die wir gespielt haben. Population 1. Wir sind weiterhin der einzige Überlebende hier. Uah! Oh Gott. Hör doch auf. Auf damit. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Lass das. Also wenn wir das hören, wir sollen von den Körpern fernbleiben. Es ist nicht das, was wir denken. Es sind tote Menschen, wenn das irgendjemand hört, wenn irgendjemand da draußen ist. Oh, 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 oh. Vielleicht kommen wir hier raus. Boah, das ist sehr... Also so stelle ich mir halt
Plattenbausiedlungen. Wohnen in Plattenbausiedlungen. Wir brauchen einen Code. Hallo, kannst du das Tor öffnen? Mit wem reden wir? Mit wem reden wir? Was tust du da? Was tust du da draußen? Ja, ich öffne das Tor, komm schnell rein. Es sagte, es wären keine Personen in dieser Stadt, bevor ich eingetreten bin. Bist du außerhalb der Stadt? What? No, I'm here. There's also that body after you. Dude, get in. Nein, ich bin hier. Boy, hinter dir ist der Körper. Kann ich das wieder zumachen? I'm in the center of the city. Get over here. It's not safe outside. Jesus, dude, what were you thinking coming to this place? Komm schnell, ich bin im Inneren der Stadt. Ist das nicht sicher dort? Was zur Hölle hast du dir gedacht, hierher zu kommen? Übersetzen ist halt nicht so. Man will da auch nicht reinlabern. Deswegen muss ich das, wenn sie fertig gesprochen hat, ein bisschen freier übersetzen. Zwei. Komm nicht in die Nähe, haben sie gesagt. Aber ich kann nicht anders. Ich muss die. Was sind wir? Also das ist immer der gleiche. Es ist ja nicht so, als wäre das immer ein anderer. Sondern immer der gleiche. Es ist nicht tot, es tut nur so, um dir näher zu sein. Es tut auch nur so, als wäre es menschlich. Die Stimme von dir wird dich leiten. Ist dir die Frau? Ist dir die Frau? Wir gehen mal nochmal hoch, schnell. Population 1. Der ist in der Nähe, okay. Wo ist er? Wo stürzt? Er stürzt jetzt bestimmt runter, oder? Wir können ja auch nicht, wir können nicht rennen. Das heißt, wenn irgendwas kommt, wenn uns das jagt. Aber das stand ja am Anfang. Es verfolgt uns nichts. Bruder, ich muss da leider vorbei. Er liegt halt auch immer auf der Nase. Da wäre ich auf Dauer auch angepisst. Hallo? Oh, ist schon sehr bedrückend. Bei solchen Spielen ist immer die große Frage. Ist die Stimme im Walkie-Talkie nett und freundlich und will uns wirklich helfen oder eigentlich nicht? Vielleicht lockt sie uns auch einfach nur und wir wären hier draußen viel sicherer. Bei was für ein Ding das auch immer sein mag. Schon wieder zu zweit. Okay. Er liegt wieder irgendwo. Oder fällt irgendwo runter. Atmen wir eigentlich die ganze Zeit so stark? Hey, I see you. Do you see the tower? I'm in here. Come quick. Hey, ich kann dich sehen. Siehst du den Turm? Komm hierher. Schnell. Könnte. It might not hide itself anymore at night. Please be fast.
Es könnte sein, dass es sich in der Dunkelheit nicht mehr versteckt. Ich möchte hier nicht alleine sein. Wir können hier zusammen rauskommen. Zusammen rauskommen? I don't know. I don't know. Wo ist er? Der Turm sieht jetzt aber auch nicht so einladend aus. Machst du mir auf? It's locked. Ja, Lady. You're here? Great. I'll unlock the door. Ich habe irgendwie Angst, mich umzudrehen. Ja, dann lass mich doch auch rein. Oh Gott. I'm not done with you yet. Das ist groß. Oh Gott, ist das groß. Hat das meine E-Mail-Adresse ausgelesen? Also, ich weiß nicht, was es für ein Ding am Ende gewesen ist. Ich glaube, Vidas Games ist sehr bekannt dafür, dass eben sehr viel surrealer Scheiß in deren Game abgeht. Also das Monster hat uns offensichtlich wirklich angelockt. Es war das Monster. Wir sollten wahrscheinlich nur zur Futterstation kommen. Wären wir wahrscheinlich draußen geblieben, hätten wir vielleicht überlebt. Aber das Ende, dass da auf einmal der Name stand, das war gerade echt übel. Also, Respekt. Wahrscheinlich gar nicht so schwer zu programmieren. Ich kenne mich mit Programmieren ja überhaupt nicht aus. Hat mir gut gefallen. Vielleicht nochmal ein Vidas Games irgendwann. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Adieu.